Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer PBG-Tutorial-Reihe zur 737. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir die 737 für den Start vorbereiten und heute wollen wir uns angucken, wie kriegen wir die Triebwerke an und wie kommen wir zur Startbahn und starten dann letztendlich. Solltet ihr das Video davor noch nicht gesehen haben, empfehle ich euch, das nochmal vorausgehend zu gucken. Es ist auch oben in der Infokarte verlinkt, denn da zeigen wir, wie du dein Flugzeug mit den entsprechenden Daten versorgen kannst. Bevor wir jetzt aber loslegen, müssen wir noch ein paar kleine Tests machen, um zu schauen, ob unser Flugzeug die nötigen Sicherheitsvorschriften erfüllt. Dafür gucken wir zum einen hier unten, ob unsere Fire Protection funktioniert. Ihr seht, die Lichter sind am Leuchten, es klingelt im Cockpit, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn wir den Schalter einmal nach links kippen, dann sollten hier ein paar Lämpchen erleuchten, das ist auch der Fall. Diese Tests haben wir also bestanden. Als nächstes kümmern wir uns um unser Traffic Collision and Avoidance System, das uns vor anderem Verkehr warnen soll. Auch das müssen wir einmal überprüfen, dass dort alles funktioniert und dafür klicken wir einmal hier oben drauf auf den Knopf und dann seht ihr, passiert hier vorne im Flugzeug auch ein bisschen was. Es kommt also hier einmal diese Traffic-Warnung, das Flugzeug geht in einen Selbsttest und sollte es erfolgreich bestehen, könnt ihr hören, sagt es TCAS Test Pass und damit funktioniert alles. Als nächstes wollen wir unser GPWS testen, unser Ground Proximity Warning System und dafür haben wir hier drüben einen Knopf, drücken hier einmal drauf. Und dann geht auch wiederum das System in einen Selbsttest und wir können das hier auf dem Display auch so ein bisschen beobachten und auch hören. Der Selbsttest ist jetzt erfolgreich abgeschlossen, haben wir also wieder ein System gecheckt, das auch in Ordnung ist. Und dann wollen wir auch noch hier oben im Overhead Panel zum einen unsere Stall Warning testen, sowohl die Nummer 1 als auch die Nummer 2 und wir wollen unsere Airspeed Warning testen. Nummer 1 und Nummer 2. Als nächstes wollen wir unser Flugzeug für den Engine Start vorbereiten. Das heißt, wir gehen wieder eine kleine Runde im Overhead Panel, wir schalten einmal den Yaw Damper an, wir schalten die Left Aft Pump hier einmal an. Davon wird nämlich später unsere APU versorgt, die wir übrigens jetzt auch mal mit starten können. Braucht ihr immer einen kleinen Moment, bis sie hochgefahren ist. Hier schaut ansonsten alles okay aus. Hier müssen wir dann später noch unsere APU-Generators einschalten. Und ihr seht, hier fährt jetzt langsam die APU hoch. Die EGT steigt an und sobald die APU verfügbar ist, leuchten hier dann die blauen Lichter. Jetzt seht ihr, ist die APU verfügbar. Dann können wir die APU-Generators anschalten und damit auch die External Power abkoppeln. Als nächstes würden wir einmal von draußen bestätigen lassen, dass unsere Hydraulik frei zum Anlassen ist. Dafür ist es wichtig, dass keiner sich um das Flugzeug herum aufhält. Wenn das der Fall ist, können wir die Hydraulikpumpen einschalten. Und dann gehen wir noch einmal hier rüber. Dort wechseln wir hier oben auf Passenger Cabin, dass wir hier die Temperatur angezeigt bekommen. Lassen die Packs zum einen aktuell noch aus, schalten aber hier unten unsere APU Bleed dafür an. Die brauchen wir gleich, um genug Zapfluft für unseren Triebwerkstart zu haben. Hier unten müssen wir jetzt auch anders als im Airbus unsere Reiseflughöhe noch eindrehen. In unserem Fall Flightable 360. Die Landing Altitude könnte man auch jetzt schon eindrehen, kann man aber auch dann später noch im Reiseflug machen. Das Overhead Panel ist vorbereitet. Jetzt müssen wir noch gucken, dass unser Flugzeug frei von irgendwelchen Gegenständen drumherum ist. Dafür gehen wir nochmal in das PMDG-Menü unter FS Actions und entfernen mal die ganzen Ground Services. Zum einen können wir die Ground Power releasen. Wir laufen ja aktuell auf der APU. Zum anderen können wir aber auch die Stairs wegfahren hier und können unsere Tür entsprechend schließen, wobei das auch hier von selber funktioniert. Last but not least checken wir dann, dass unsere Parkbremse gesetzt ist, dann können wir nämlich auch draußen die Wheel Chocks entfernen, also die Bremsklötze, die vor den Reifen und hinter den Reifen gelegt werden. Und dann sollte jetzt alles entfernt sein, genau, das schaut gut aus. Und dann können wir auch schon unsere erste Checkliste lesen. Die Checkliste findet ihr übrigens auf unserem Discord, ansonsten würde ich sie jetzt auch einmal mit euch durchgehen, dass ihr das mal gehört habt. Die erste Checkliste, die wir lesen, ist die Pre-Flight Checklist. Oxygen, der ist hier unten versteckt, den wollen wir einmal testen, dafür drücken wir auf den Knopf. Oxygen ist also tested 100%. Navigation Display and Transfer Switches, die befinden sich hier oben. Da gucken wir einmal, dass die zum einen in der Normal-Position oder in der Auto-Position sind. Also Navigation Display and Transfer Switches, Normal and Auto. Window Heat hier oben ist on. Pressurization Mode Selector, den finden wir hier unten, der ist auf Auto. Flight Instruments, dafür gucken wir einmal hier runter.
Dabei fällt uns auf, wir haben uns unseren QNH noch nicht gesetzt. Wir wechseln einmal hier auf Hektopascal, das ist ja so die typische Einheit in Europa. Und in Stuttgart ist das QNH aktuell 1015. Weiter in der Checkliste. Flight Instruments, QNH 1015 und Heading 252. Parking Brake ist Set und Engine Start Levers sind auf Cutoff. Pre-Flight Checklist completed. Dann würden wir uns unsere Anlassfreigabe holen und bevor wir die Triebwerke starten, dann noch die Before Start Checkliste lesen. Before Start Flight Deck Door, da gucken wir einmal, dass die Closed and Locked ist. Fuel haben wir dabei 6000 Kilogramm und unsere Fuel Pumps sind on. Passenger Signs haben wir vorhin schon eingeschalten, sind auch on. Windows sind locked. MCP, unser Panel hier oben, haben wir zum einen Speed 135, Heading 252 und Altitude 5000 Feet. Takeoff Speeds, dafür gehen wir nochmal hier unten unter N1 Limit auf Takeoff. Takeoff Speeds sind V1 128, VR 130 und V2 135. CDU Preflight haben wir completed. Rudder and Aileron Trim, der versteckt sich hier unten. Der ist Free and Zero. Und Taxi und Takeoff Briefing haben wir gemacht. Wir rollen hier links herum raus, hinter zur Runway 25 bis ans Ende und starten dann in westliche Richtung über die Okiba vor Bravo Departure. Und nicht zu vergessen, als letzter Punkt noch unsere Anti-Collision Lights, die sind on und dann haben wir die Before Start Checklist completed. Wenn wir jetzt von der zuständigen Person außen das Go bekommen, die Triebwerke zu starten, können wir hier oben in das Overhead Panel wechseln und unser Triebwerk 2 starten. Dafür schalten wir den Schalter hier unten einmal auf Ground und wenn wir dann hier in die untere Ansicht wechseln, könnt ihr jetzt sehen, dass langsam unsere N2 anfängt anzusteigen und jetzt ist der Prozess hier in der Boeing nicht ganz so automatisiert wie im Airbus, sondern wir müssen uns als Piloten selber darum kümmern, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fuel hinzuzugeben. Und zwar macht man das in der Regel bei 25% N2. Das hätten wir jetzt erreicht, geben jetzt also den Treibstoff hinzu. Dann sollten wir beobachten können, wie das Triebwerk jetzt anfängt zu zünden, wie die EGT ansteigt und wie dann auch letztlich die N1 ansteigt und das Triebwerk hochfährt. Hier oben rechts seht ihr auch, dass das Start Valve aktuell geöffnet ist und sobald diese Meldung erloschen ist, heißt das für uns, dass das Triebwerk erfolgreich gestartet wurde. Ihr habt auch dieses Klacken gehört. Wenn wir jetzt nämlich nach oben gucken, seht ihr, ist der Knopf wieder automatisch in die Off-Position zurückgesprungen. Wir können also nun auch unser erstes Triebwerk starten. Auch hier gehen wir wieder auf den Ground-Knopf, gehen hier in die untere Ansicht und warten wieder auf 25% N1 und geben dann hier unten unseren Treibstoff hinzu. 25% Treibstoff kommt hinzu und dann seht ihr auch jetzt, zündet das Triebwerk, die EGT, die Exhaust Gas Temperature steigt an und letztlich das ganze Triebwerk fährt sich selbst hoch. Sobald auch das erste Startvalve geschlossen ist, ist unser Triebwerkstart erfolgreich und wir können die nächste Runde im Overhead Panel gehen. Als nächstes schalten wir erstmal unsere Generators von den Triebwerken an, dass unsere APU nicht mehr das Flugzeug mit Strom versorgen muss. Dann können wir diese nämlich auch hier unten ausschalten und hier drüben die APU Bleed ausschalten. Als nächstes schalten wir die Probe Heats noch auf On. NTIs, sofern wir es brauchen, auch. Heute ist ein warmer Tag, brauchen wir also nicht. Und dann können wir auch die Packs noch, also die Klimaanlagen, auf Auto stellen. Und die Isolation Valve, dieser mittlere Knopf hier, der geht auch noch in die Autoposition. Hier unten müssen wir jetzt einmal unsere Autobrake auf RTO setzen. Das Display hier unten brauchen wir nur noch gleich zu dem Flight Control Check. Das können wir ansonsten nämlich auch ausmachen. Die Trimmung haben wir gesetzt. Wir armen einmal unsere Ground Spoiler. Unsere Klappen gehen auf Position 5. Können wir dann auch schön hier draußen beobachten, wie die Klappen also langsam ausfahren. Und dann sind wir auch schon soweit, unsere Before Taxi Checklist zu lesen. Before Taxi Generators haben wir ja hier oben eingeschalten, sind on. Probe Heat is on, NTIs is off, Isolation Valve hier drüben ist auf Auto, Engine Start Switches, die gehen zum Takeoff und zur Landing auf Continuous, Recall ist gecheckt, Auto Brake ist auf RTO, Engine Start Levers sind in Idle Detent, Flight Controls checken wir gleich noch und Ground Equipment ist clear, Before Taxi Checklist completed. Flight Controls. Full up, full down, neutral, full left, full right,
Neutral. Und das Rudder. Full left. Full right. Neutral. Damit haben wir unsere Startvorbereitung abgeschlossen. Wir würden jetzt Taxi requesten, können hier das Display noch einmal ausschalten und dann sind wir bereit zum Losrollen. Wenn wir die Taxi-Freigabe bekommen haben, gucken wir einmal, dass rechts alles frei ist, dass links alles frei ist, schalten unsere Taxi-Lights an, lösen die Parkbremse, dafür können wir einmal in unser Pedal treten, dann seht ihr, springt die automatisch raus und dann rollen wir jetzt geradeaus aus dem Gate heraus, dann nach links auf den Taxiway und all the way hinter bis zum Holding Point für die Runway 25. Auf dem Weg zur Startbahn, wenn wir gerade einen ruhigen Moment haben, können wir die Zeit auch wunderbar schon nutzen, um unsere Before Takeoff Checkliste zu lesen. Und das Schöne ist, wenn ihr das entsprechend aktiviert habt, könnt ihr eure Checkliste, zumindest die In-Flight-Checklisten, hier unten auch auf eurem kleinen Spickzettel nachlesen. Before Takeoff, Flaps, Config 5 und Green Light. Und Stabilizer Trim, haben wir gesagt, 6.8 Units, Before Takeoff Checklist completed. Und dann könnt ihr auch immer schön diesen gelben Pinöpel hier mit runterschieben. Wir rollen jetzt weiter zur Startbahn und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, um uns dann dort anzugucken, wie wir den Flieger starten und dann erstmal auf eine sichere Höhe bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns gerne dann im nächsten Video wieder oder, wenn ihr Lust habt, in unserem nächsten Twitch-Stream. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Nachfliegen.